CaptureWorks. Okay. So, welcome everyone. Today we play World of Tanks again. We need sound. Okay. Let's start. What can we drive? We start with the Super Hellcat. But why we have this mark? Okay. How is it going, Chess, Eric, Jaben, and everyone else? How was your day? Attila, welcome, hello. Wow! Nice shot, Arty. Very nice shot, Arty. This guy is dead already. Oh no! Very, very good, marvelous, wonderful. What dem whisky? Thanks for the follow, welcome. How's it going? Thank you.
I don't see anything. Oh no! Oh no! Invisible! What? We're done for. Everyone get out. Okay, he's already here. Can we win this match? Rudel, schieß doch, Mensch! No, we can't win this match. Let's start a crate giveaway. Thousand damage undetected.
What? Token Tom, hello. Welcome. Guess the number is still open, guys. You can guess the number 1 to 40 and win a crate. QD4WR. Grab this code, it's free. Yay, we won! No, what he wants are great. What is this map, Berlin? Oh.
I cannot reach this point. That's sad. Change position two versus four. We are dying like flies. Reload, come on, reload. Come on, reload. No! Damn you, Scout! Then you ask yourself what he's doing. Nobody wants a crate. You get it.
Yeah, and mostly always you get it. Let's try again. Microphone muted. Microphone activated. Hello, Mayus. Welcome, welcome. How are your day? Come on, matchmaker. Hello, KV2. Oh no. Boom! Thank you.
No! My artillery bowser has killed him. Why? Oh damn. Versus 8. We are so lost. We are so lost. Lost again, and it tells you so much when you, with the artillery, have the most points. Is saying so much. The rest of the team are tomatoes. Let's try again. This map is so small.
You don't have any chance not in the view range, not be in the view range of somebody. One shot. Crazy. Seconds, come on. Two. Enemy armor is destroyed. Destroyed. Wind, it looks. We didn't even scratch them. That was close. Reload, reload, come on, reload. Reload, come on.
Okay, I'm sure somebody needs a coin buff. Thank you.
Wo bist du? Komm her. Dann eine kriegt 1700. Nobody wants the coin buff. That's so sad. Maybe I should give somebody who's active in the chat my wool supply drop. Sula, hello, welcome. How are you doing? I'm good. Had a great day. Only 4 hours work. Give me a second, I drive in safe position, then I give you the coin buff. Congratulations. Okay, this is a safe position. Nobody can see me here. Great item. Coin buff. GG. And hello Masondom. Welcome. Die ganze Zeit steht er da und träumt, ey. Du bist ein Vogel, ey. Dann schaffst du das hier alleine. Dann fahren wir weg.
can't reach anything from here. What a match. Yes, grab the code, it's free. Let's try again. I hope it's not the same team. But we don't have much influence. We are tier 7 and fight against tier 9. Okay, I drive with this guy. Guys, with these two guys. Maybe we can hold the line here.
Einstattigen Turm würde ich hier jetzt pushen, aber habe ich nicht. We have won, yes. My death was not useless.
Free Money Time. $68,000 points. Thanks for posting the code. Okay. Dealer, welcome. Oh oh. Hey, back. Sorry, 30 minutes, but this was a call from my mom, and my mom has birthday today, so we talk a little bit longer. So, this match was won, I was useless. 0 0 damage, but still credits and experience. Okay, what we do now? This artillery. Oh wait, we can activate some buffs. And let's do a crate giveaway. Wrong chat, this chat. I have an idea. We do a prediction, and after this match I close the prediction, so active viewers have a better chance.
That was close. There, you're great, GG. Oh, nice. Reload, come on, reload. Destroyed. Come on, reload. Great shot. Great shot. FG time, hello. Welcome. Okay. Get in the prediction, you are here. I close this one in a minute. No. Okay, I close the prediction. After a few matches, I do another prediction. You are here. So active people have more chances to get the Pogo in the giveaway. Free money time.
Thanks for boosting the code. Thank you, thank you. Nobody shooting this guy. I'm slow, I'm slow. Da-da-da-da-da-da.
Okay, we won. Yay. Nice. Thank you, Mason Jump. This was a lucky round. This medal is for staying alive with lower than 10% of structure points. Steel wall. 11 hits. Damage must greater than 1000 structure points. And not penetrating. Hand of God. Staying alive, one battle. This medal is for getting damage from 4 enemies and still alive. And this battle, this medal is for not penetrating more damage than my tank has structure points. Nice. Sorted by points. Third. Nice match. Okay. Next tank. Merlin. Thank you.
What? What? And we win this match. Probably. My death was not useless. Other guys was more useless. Okay. Free money time. Thanks for posting the code. Allons-y.
Boom. We have fun. Nomno, hello, welcome. Okay, this was a win. Let's try with this artillery. Oh, nice city map.
checken. Reload, come on, reload. Seven. Free money time, grab this code, it's free. Okay, this match was okay. What else we have? This artillery. Erwischt. Thank you.
Not hitting. Targets, I need targets. Reload, 19 seconds. Okay. No chance, they are too fast, dead. What do you have to?
Turbolader. Perlenfluss. Oh damn. Luki, hallo. Willkommen. Wie war dein Tag? Let me give you the coins. Sehr, congratulations. Na klar, er trifft mich. Thank you.
Thanks for posting the code. Grappled at 3. We won! Yes! Let's drink something. Microphone muted. Microphone activated. Jump!
Wieso? Was ist mit meiner Website? Ich habe gerade keine Zeit, irgendwas anzuklicken. Wieso, war die schon mal anders? Hast die anders in Erinnerung? Ich habe jetzt gerade mal aufgeklickt, also die ist so wie immer. Okay. Ja, nee, ich habe mir da kein Baukastensystem gekauft, wo noch vorgefertigte Grafiken mit bei sind und so. Ist alles selbst per Hand programmiert. Klar kann man vieles verbessern, also das will ich gar nicht absprechen, da hast du recht. Muss man erstmal Zeit dafür und. So. Habe ich, wenigstens ein bisschen was ausgestellt. Unter Bildershow kannst du sehen, wie ich bei damals den Roleplay-Projekten was Screenshots gemacht habe. Und so. Wie gesagt, ist nicht aus dem Baukastensystem, ist alles selbst erstellt und selbst gebastelt. Ja, siehst du, dann guckt mal ganz anders, ne? Wenn du Automechaniker bist und siehst dann wie jemand anderes, der hat nicht gelernt hat, repariert hat, ne, dann schlägt man auch die Hände über den Kopf zusammen. Muss man mit rechts raufklicken, Quelltext anzeigen, da siehst du hier nicht created by Frontpage oder Adobe oder irgendwas. Ist halt alles selber gemacht und ist nicht das Schönste, da gebe ich dir recht. Da kann man sicherlich Verbesserungen machen. Da habe ich jetzt auch nicht tagelang dran gesessen. Ab und zu mal update ich ein paar Sachen.
Und wenn du sowas beruflich hast, dann hast du ja auch deine Programme dafür, wo du irgendwelche Buttons bloß klickst und dann baut sich da hat alles zusammen. Dann tippt man ja kaum noch HTML-Befehle per Hand ein. Immerhin kein WordPress. Nee, das wird ja bloß gehackt. WordPress ist doch bekannt für Sicherheitslücken. Das wird doch bloß gehackt. So musst du meinen Code schon kennen, um das zu hacken. Zumindest mein PHP-Code. HTML kannst du ja schwer hacken. Aber wenn du eine Lücke in meinem PHP-Code findest, dann kannst du ruhig Bescheid sagen. Aber eigentlich ist da nicht viel PHP verwendet. Ja, deswegen, der Meinung bin ich aus. Die automatischen Tools, die erzeugen nur Grütze. Und deswegen habe ich es halt selbst gemacht. So ein bisschen kenne ich mich da auch aus, aber ich will nicht behaupten, dass ich jetzt der große Programmierer bin. Ich mache das hobbymäßig so. Weil mich das fasziniert, dass man mit ein paar Befehlen so Sachen erstellen kann. Ich hätte bestimmt auch Bock in dem Bereich zu arbeiten, aber ich habe es nur nicht gelernt in dem Bereich, ne? Gar nicht, absolut nicht. Alles hobbymäßig selber beigebracht und durchgelesen. Irgendwo wieder einen interessanten Skriptschnipsel gefunden und daran lernt man am häufigsten, wenn man irgendwie Beispiele sieht. Na, ich mache Telefonsupport. Das muss reichen als Information. Ich arbeite in einem Callcenter, wie man auch immer sagt. Hast du auch mit dem Computer zu tun, aber meistens nur mit SAP, ne? Und so. Gelernt habe ich mal ursprünglich was mit Mechaniker und so. Ja. Das machen wir natürlich gerne. Hidden Heroes. Ja, wenn der Kunde das doch mal so sehen würde. Das liegt ja oftmals nicht in deiner Hand. Meistens musst du das ja trotzdem an jemand anderes weitergeben, weil du selbst nicht die Berechtigung hast oder was weiß ich. Ja, und what? Ricochet. Da kommst du nicht durch. Na, wie gesagt, meistens liegt es ja nicht in deiner Hand. Ne? Was du machen kannst, mach's natürlich, aber wenn es nicht in deiner Hand liegt und du kannst nichts dagegen tun, dann
ist man halt darauf angewiesen. Ja, viel Spaß dabei. Bin schon froh, dass du hier bist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Primoni Time. VJ42. Brandstifter. So, dann haben wir noch den. Go to the hill, Camper! Irgendeine mit hier. Sterben hier schon wieder, wie die fliegen. Ich hab der Kacknoobs. Carlos Garzas, hallo, willkommen. Thank you.
Und willkommen back, Luffy. Hier, sowas habe ich mir dann auch noch selbst gebastelt, dass ich einen Überblick habe, wohin ich streame. Candy, hello. How are you doing? Das sind dann halt fünf RTMP-Server, die auf meinem Rechner laufen. Einmal der Input und der verteilt das dann weiter an alle vier Outputs. Ist auch HTML und so. Kann man da zeigen? Lass mal überlegen. Eigentlich schon. Stehen keine Passwörter und Codes drinne. Der greift sich hier über Ajax-Request halt diese ganzen Stats von den ganzen Servern und zeigt das an. Dann sehe ich, wenn hier zum Beispiel Trovo oder Theta ein Problem hat, mit, dass die nicht den Upload annehmen, den ich anbiete, dann kann ich zum Beispiel Theta abschießen und den Server wechseln, ohne den ganzen Rest abschießen zu müssen. Also ich kann weiter streamen. Und so. Hier habe ich dann eine coole Übersicht, wo es gerade hakt. Siehst ja die meistgenutzte Webadresse überhaupt. 127.001. Try to hack it. Ist ja hier lokal. Ja, und da bin ich auch ganz stolz. Da habe ich gestern auch noch so ein Skript gebastelt, wo ich die alle starte. Also da wurde in der Engine-Server gestartet. Das ist halt so ein BAT-Skript, wo er erst in den Ordner reingeht und dann callt er das Skript hier. Auch alles rausgegoogelt, ne? Also ich kann jetzt auch nicht so gut programmieren. Aber somit funktioniert's. Da hast du denn... Ich kann mal ein Beispiel aufzeigen hier. So sieht das eine BAT-Skript dann auf, was ausgerufen wurde. Nginx Excel wurde gestartet. Und der wartet dann auf Connections. Das habe ich halt fünfmal offen. Und frisst lächerlich an Ressourcen. So. Alles so aus Hobby, ne, nebenbei. Ich bin kein professioneller Programmierer oder so. Genau, man muss wissen, was man googeln muss. Und über alle möglichen Skriptsprachen hinweg, also so Windows-Programme mit .NET habe ich auch schon gebastelt, mit Hilfe von Google und so. Was man so braucht. Ja, dumme Vorgesetzte wollen, dass du alles auswendig weißt. Schlaue Vorgesetzte wissen, dass man das gar nicht kann und sagen, hey, Hauptsache du weißt, wo du suchst, ne? Beide Wege führen nach Rom. Poro, yes! get in! Try to win the Poro. Everyone likes Poros. I have the original sounds activated, so if I drive a Russian tank, the crew talks Russian.
DJ Mikey Mike, willkommen. How's it going? Danke für Posten des Codes. Kann ich ihn dir dafür geben? Lass mal googeln. Das ist. Ihr kriegt eine Crate. Hoffentlich ist was Schönes drin. Genau, wir machen jetzt wieder so eine Runde. You are here. After the next match, I close this prediction. Lost. $50,000 cap off. Okay. Grüße zurück in die Eisbärenhöhle. Wie geht's, wie steht's? Ja, irgendwie wird das hier nichts mit den kleinen Panzern. Wir probieren den mal. Und diesmal hat es der Fritzspot doch sofort reingepostet in den Täter-Chat. Fisch essen gerade. Ja, ich hatte vorhin Döner. Ich hatte erst 17 Uhr Feierabend und dann habe ich mir einen Döner geholt. Nom nom nom. Döner macht schöne. Hallo Tanja. Auch an dich die Frage, wie geht's, wie steht's?
etwas erkältet. Oh nein. Na denn, aber viel Vitamin C zu dir nehmen. Bärchen hat den Schnupfen rangeschleppt. Böses Bärchen. Irgendwas muss ja ranschleppen. Thank you.
Und sonst so, was wollt ihr den Abend noch machen, falls ihr noch da seid? Ja, heil. Hallo, willkommen. Na, okay. Wie geht's, Herr Heil? Yeah, Match won. My death was not useless. Okay, this match is over. Close prediction. Yes. That's great. Instant code incoming. Yeah, your work is killing you. I see, I see. Then sleep well, Herr Heil. Well earned. Bye bye. Everyone grab this code, Lucky posted. It's free, it doesn't cost anything. If you don't like the incent, grab this code and donate me. I take the incense if you don't want them. Already 3 payouts.
Thank you for the 69T fuel. Thank you, Herr Reil. Very kind of you. Thank you. No! Damn you, RT! The fuck? Charlie put. Yes. Aber nicht nur ich. Ein Old Scorpion, versteck dich. Zu spät, wo ist gesehen? Ist nur noch einer am Leben, der hier. Kommen sie ja gleich alle angeraschelt und wollen ihn abnaschen. Ja, ist öfter so. Ist halt ein Teamspiel, ne? Kannst halt nicht gegen 15 Leute kämpfen, musst dich darauf verlassen, dass dein Team ein bisschen mitmacht. Manchmal funktioniert das besser, manchmal funktioniert das gar nicht. Okay. Na, und ich bin ja bloß so ein kleine Blechdose. Der hat eigentlich gar keine Panzerung. Wo hat der hier? 10 mm, 10 mm, 10 mm Wandpanzerung. Also vorne, Seite und hinten. Ist gar nichts. Die Knarre hier, die hat mittlere Durchschlagskraft 158 mm. Also wenn ich mich gegen selber gegenüberstehe, ich komme da locker durch, egal wo ich hinschieße. Außer vielleicht hier vorne, da das abprallt oder so.
Aber sonst, egal wo man hinschießt, das geht durch. Das ist einfach nur eine Blechdose. Deswegen habe ich mich auch die ganze Zeit versteckt, weil wenn du gesehen wirst, dann bist du eigentlich Futter. Kanonenfutter. Wir müssen erobern, verteidigen und gewinnen. Also erobern oder verteidigen und gewinnen. Mal gucken, wir sind hinterm Stein, okay. What? Ja, ich muss aufleveln, also du sammelst Experience Points und ab einer bestimmten Stufe Experience Points kannst du dann den nächsten Panzer freiforschen. Also alles ist ein Grind. Wir laden mal wieder die normalen Mumpeln. Siehst ja, wenn man den dann anguckt und mit rechts klickt, dann hat man automatisch gezielt. Das habe ich eben gemacht, dann konnte ich mich aufs Fahren konzentrieren.
noch einmal ein bisschen ruhig bleiben, weil, wie gesagt, ich bin nur eine Aludose. Wenn mich jener schief ankiekt, dann kriege ich schon Schaden. Momentan stehe ich im Busch und bin getarnt. Da bin ich viel wertvoller, aber ich bin das Auge, was ihn aufdeckt hier. Aber wenn er gucken kommt, dann wird er sichtbar. Und mich sieht er nicht, weil ich hier hinterm Busch stehe. Und wenn er einen Fehler macht und hier rüberkommt, dann ist er gleich Geschichte. Genau. So wie der gerade. Aber 5 zu 6. Ich glaube, wir müssen irgendwas machen. Verdammt. Das hilft nicht, einfach nur rumzustehen. Wir müssen irgendwas tun. Lade, komm schon! Ah. Ich glaube, das bringt hier nichts mehr. Wie kannst du... Könnt ihr mich sehen, ihr Penner? Kaputt. Ja, ich habe ja den Account seit 2011, ne? Da hat man schon ein paar Sachen freigefahren. Ab und zu mal spiele ich mal wieder. Jetzt hatte ich wieder bestimmt ein halbes Jahr Pause gehabt. Das rennt ja nicht weg. Ich habe da keinen Premium-Account, der dann auslaufen würde oder so. Hier, wer passt? Ich habe ja 20.275 Gefechte. Ja, neben mir stand einer. Hier, 11. September 2020 letztes gespielt und 22. September 2011 habe ich mich registriert. Da sieht man denn auch seine Auszeichnungen. Zum Beispiel 41 Mal Verteidiger schon gekriegt und 42 Mal Eroberer und 43 Mal Aufklärer. Klären Sie mindestens 9 Gegnerfahrzeuge auf in einem Match. Wachposten. Klären Sie mindestens 6 auf, die dadurch vom Team beschädigt werden. Und so weiter alles. Sub-Zero, hallo, willkommen. Es gibt nur noch so eine epische Medaille. Zerstören Sie mindestens 2 gegnerische Fahrzeuge, während Sie 5 verschiedene beschädigte Module oder verletzte Besatzungsmitglieder haben und 80% der Strukturpunkte verlieren. Also ich war praktisch nur noch ein Wrack, was auf Rädern rumgefahren ist und ich habe 2 gegnerische Fahrzeuge zerstört. Dafür habe ich eine Medaille gekriegt. Naja, ist ja 50% Siege, ist halt noch nicht so. Mit meinen Gold-Tanks am meisten gefahren.
Danach mit dem T50 hat am meisten Spaß gemacht. Man sieht auch, ich bin ein Arti-Spieler. Hier sind alles Artilleries. Das hier auch, das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Ich bin der Spieler, den die meisten anderen hassen. Arti-Spieler. Probieren wir es nochmal. Und die würden überhaupt nicht. Ich bin ein guter Spieler oder so, ne? Ja, so Mittelmaß. Viele Russen. Ja, ich glaube, von den Russen habe ich die meisten. Da bin ich auch schon am weitesten. Also ich glaube, bei den Russen habe ich die Level 9er Artillerie, also Tier 9. Ich bin gerade bei, für die 10er brauchst du ja irgendwie 268.000 Forschungspunkte. Und bei den Amerikanern, glaube ich, habe ich auch schon Tier 9er Artillerie. Bei den Franzosen auch. Nur bei den Deutschen habe ich die 9er noch nicht gekauft. Und hier, ich kenne die Karte halt überhaupt noch gar nicht wirklich. Die war mal drinne, dann wurde sie wieder entfernt und keine Ahnung. Ich habe leider auch noch keine Lampe, das heißt, ich weiß noch nicht, wann ich gesehen werde. Man kann ja dann so einen sechsten Sinn einbauen. Zum Beispiel hat der andere mich garantiert auch gesehen. Kannst davon ausgehen, aber ich habe ihn erstmal aufgedeckt. Jetzt hat er noch Schaden gekriegt, gibt mir Unterstützungsschaden. Er wollte mich die Arti kriegen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
Ja, schönen Abend noch, Eisbär. Victory. Keinen Schaden gemacht und trotzdem Vierter. Schaden ermöglicht 1570. Das ist der Sinn des Scouts. Instant Code. AGQ. THX davor. Bitteschön. V2 Artillery. Maybe somebody wants a crate. Come on, reload. Damn you, reload. Okay, now I need a spot. Okay. Got him. Alles klar, danke, dass du hier warst, Luki. Viel Spaß noch und schönen Abend. No! Thank you.
Hier hätte ich so schön reinbrezeln können. Microphone muted. Microphone activated. Das war knapp. Das war knapp. That was close. Nice, aber die Blindshot. Ten seconds. Blind shot, yes.
Dein Shot, come on. GG, they are your crate. Money time. Grab this code, that's free. Thank you.
Yeah. Maybe this could another medal. Of course, it was my last shot. Fahrdienmedaille. Zerstören Sie das letzte gegnerische Fahrzeug im Gefecht mit der letzten verbleibenden Granate. Nice. For destroying this medal I got for destroying the last enemy with my last ammunition. With the last bullet. Nice. We do one match. Last match. Yes. Last match for today. Then we draw the raffle for the pogo. This match we go full YOLO. High risk in the middle of the map. Driver is dead.
Alone against three. This one cheating autoloader. More than double the points of the second. This was to our total tomato team. I'm not a good player. Okay, I saved the last match. Let's draw the giveaway. Close prediction, write in the codes and chat. Okay, check out the brand giveaway below the stream. Okay, spam your favorite emote in chat. Okay, and free. Okay, good luck, everyone. 3, 2, 1. Congratulations to the winners. That's it for today. And thanks for the follows, for the donations, for being here, for watching. I will be here tomorrow. Please stay in the chat on Setter. I wait somebody. See you, bye bye, arrivederci, dos vidania. Tschüss.